Freunde, wir wollen los. Doch bevor wir losgehen, sollten wir uns vielleicht mal noch was anziehen. Denn ich glaube, wir sind gerade nackig. Kann das sein? Charakter. Hallo? Wo ist unser Charakter? Inventar? Ah, hier. Ja, seht ihr, wir sind in Shorts. Wir wollen uns auf jeden Fall wieder ankleiden, ne? Denn wir hatten raue Nächte. So, erstens ziehen wir uns das Gucci-Bandana wieder an hier. Dann haben wir etwas, ne? Das Ding haben wir beim letzten Mal bekommen, da wir den Boss besiegt haben. Aber wir haben noch was viel krasseres bekommen, und zwar das die hier. Kurzärmelige Mailstorm-Nietenjacke hatten wir und die kugelsichere Arasaka haben wir bekommen. Ich glaube, von diesem krassen Boss, an dem wir unser ganzes Magazin verschwendet haben beim letzten Mal. Aber hey, dafür haben wir jetzt mehr als doppelt so viel, Def, würde ich sagen. So, wir haben Kleidungsmods. Okay, verringert von 5 Verringerung von anhaltendem Schaden. Also sowas wie Brennen oder so. 19 plus 19 Panzerung. Okay, was haben wir hier noch? Nochmal das gleiche. Kann ich das anziehen? Möchtest du eine neue Mod ausrüsten? Die derzeit ausgerüstete Mod wird zerstört. Ja, why not, man? Wir haben ja das gleiche nochmal. Von daher juckt es uns nicht. Plus 19 Panzerung. Ich glaube, das ist ziemlich gut, oder? Damn, boy. Jetzt haben wir also auf dem Ding hier 61 Oh mein Gott. Erhöht die Panzerung um 27? Das tut sich noch buffen, oder wie? Holy shade. Ja, vorhin hatten wir 27 und das war schon heftig krass im Vergleich zu den ganzen Dingern hier, ne? Hier, wobei, die haben auch schon 33 und so, ne? Hier, robustes Synth-Gewebe und so. Gut. Wir sind aber noch nicht durch. Wir haben nämlich auch hier noch Sachen wie das Ding hier. Digga, wir sehen aus wie ein SWAT-Team. So, 12. Hier haben wir die Dinger. Die sehen aber scheiße aus. Dann haben wir das da. Ja, eigentlich sind wir ziemlich swagalicious am Start. Das Einzige, was nicht so geil ist, ist der Hut, ne? So, Unterkörper. Da haben wir irgendeine Art Hose und auch irgendeine Art Schuhe. Und jetzt könnten wir theoretisch uns noch in Bandagen kleiden. Na, dann sehen wir so aus. Ich glaube, das ist einfach so ein Skin. Allerdings, ja, I don't know, ablegen. Kann ich das wieder so? Ja, ich weiß nicht, was cooler aussieht. Müsst ihr entscheiden. Auf jeden Fall haben wir neue Waffen. Und zwar, oh my goodness, holy banoli. Ich glaube, das ist die Waffe von... Ah, Kongu. Ich glaube, das ist die Waffe von dem Dude im Turm oben, ne? Von dem Japaner-Boss da. Ja, und die hat auch 2 Slots und ist wesentlich stärker nochmal als alle die Waffen hier. Das ist crazy. Haben wir noch einen Aufsatz für die Waffe? Wir haben keinen Aufsatz. Wir haben ein Magazin. Und wir haben noch einen Mod. Mach den Schaden deiner Waffe nicht tödlich, sodass dein Gegner... Sodass du deinen Gegner verletzen kannst, ohne ihn dazu dabei umzubringen. Erhöht den Schaden um 6. Okay. Das heißt, wir können mit der Waffe den Gegner nicht töten. Das ist aber nicht wirklich gut, ne? Okay. Warum haben wir keine Aufsätze mehr? Wir haben doch sehr viele Aufsätze gehabt. Hab ich die immer mit den Waffen irgendwie verkauft oder so? Hier haben wir noch einen Aufsatz auf der Schrot. Die ist ziemlich gut, die will ich behalten. Die hat einen ziemlich guten Job gemacht letztes Mal. Und hier haben wir noch ein Maschinengewehr. Ja, auch die möchte ich behalten. Dann haben wir 3 verschiedene Arten von Waffen. Wobei, ja doch, das passt. So, jetzt sind wir also ganz gut gekleidet. Dann will ich aber noch gerne unsere Werte aufbessern. Denn wir sind auf Level 9. Und haben somit noch 8 verfügbare Vorteilspunkte und 2 verfügbare Attributspunkte. Ich glaube mal, Attribute sind die Dinger hier und die Vorteilspunkte sind die Dinger. Okay, das heißt, wir sind ziemlich viel stärker jetzt, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde Intelligenz gerne auf 5 pushen, weil das ab und an mal gefragt war. Und technische Fähigkeiten würde ich gerne auf 8 machen, ne? Als nächstes machen wir dann die Reflexe oder so auf 5, damit wir da einen guten Wert haben. Ja.
Konstitution. Was haben wir denn hier? Unbesiegbar. Erhöht die maximale Gesundheit um 10%. Das würde helfen, weil wir sind immer sehr schnell tot. Verringert den Fallschaden um 5%. Erhöht die Ausdauer um 10%. Deine Gesundheit regeneriert sich außerhalb des Kampfes bis zu 70% der maximalen Gesundheit. Das hätten wir ziemlich gerne. Das kann ich sogar noch auf 100% machen. Das ist sehr, sehr gut. In Kämpfen regenerieren wir uns, außerhalb der Kämpfe regenerieren wir uns auch. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir nicht allzu viele Tränke und so verschwenden. So, unbesiegbar, ja, die LP gehen 10% höher. Das wäre auch ganz nice, aber wir wollen vielleicht noch andere Sachen skillen. Weiche Landung, ja, was haben wir denn? Ich bin wie ein Blatt im Wind. Ausweichen verbraucht keine Ausdauer. Oha, okay, das ist aber krass. Pump it louder. Verringert den Rückstoß von Schrotflinten und leichten Maschinengewehren um 10%. Erhöht den Schaden an Oberkörpern um 10%. Schrotflinten und leichte Maschinengewehre verursachen 3% mehr Schaden. Erhöht das Bewegungstempo im Kampf um 5%, wenn du eine Schrotflinte oder ein leichtes Maschinengewehr trägst. Okay, damit sind wir einfach schneller unterwegs. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier machen sollen im Oberkörper, weil wir landen nicht die ganze Zeit Headshots, vor allem mit den Legs und so. Das könnten wir um 20% erhöhen, ne? Weil wir es zweimal erhöhen könnten. Zerschmetternd. Erhöht den Schaden von schweren Angriffen mit stumpfen Waffen um 30. Ja gut, das sind die ganzen stumpfen Waffen, ne? Sowas wie ein Baseballschläger oder irgendwie ein Hammer oder so. Aber ich glaube, das juckt uns nicht, um ehrlich zu sein. Gut, dann gehen wir erstmal raus. Technische Fähigkeiten. Gibt es vielleicht noch was Nices oder so. Beim Zerlegen eines Items besteht eine Chance von 5%, eine Gratis-Komponente derselben Qualität des Items zu erhalten. Okay, das könnten wir zum Beispiel auf 15 wahrscheinlich stacken. Ja, ist jetzt glaube ich nicht so wichtig. Der Explosionsradius von Granaten ist sichtbar. Das wäre vielleicht noch ganz gut, ne? Weil wir haben ja schon Immunität gegen eigene Granaten, dass wir uns nicht mehr selbst in die Luft jagen können. Du kannst von Drohnen, Mechs und Robotern mit einer Chance von 25% einen Waffenmod oder einen Waffenaufsatz erbeuten. Okay. Wenn wir Drohnen und so killen, ne? Haben wir bis jetzt noch nicht ganz so viel gehabt, aber das wird sicher noch relevant. Verringert durch Explosion erlittenen Schaden um 10%. Alle Granatentypen verursachen 20 Schaden zusätzlich zu ihren normalen Effekten. Ah, okay. Ich würde sagen, das mit dem Radius ist ein ganz geiles Ding. Ne? Alles, was so permanent ist. So Prozente, ja, können wir machen, aber sind sie wirklich wichtig? Nee. Alles, was ja oder nein ist, kann gut sein. Warte mal, habe ich da überhaupt alle abgecheckt? Ah, ja, ja, okay. Da gab es nur zwei Reiter. Gut, verringert die Zeit zum Zielen mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%. Erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%. Okay. Das ist einfach genau das, was ich meinte vorher. Einfach Stats buffen. Ne? Stats buffen. Nicht Fähigkeiten dazu bekommen, sondern einfach Stats buffen. Erhöht die kritische Trefferchance. Verringert die Nachladezeit von Pistolen und Revolvern um 10%. Hier, passiv. Schwere Angriffe mit Klingenwaffen verursachen 30% mehr Schaden. Das ist sehr gut. Denn wir sind ab und an mal mit einem Schwert unterwegs. Ne, wenn alle Stricke reißen. Klingenwirbel. Erhöht das Angriffstempo mit Klingenwaffen um 10. Also wenn ihr Samurai spielen wollt, Freunde, dann auf jeden Fall da rein. So, Stealth. Erhöht das Bewegungstempo 20%, während du schleichst. Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern um 25%, während du schleichst. Hidden Dragon. Ermöglicht dir nicht tödliche Takedowns aus der Luft heraus gegen Ziele, die dich nicht bemerkt haben. Oh, okay, interessant. Tomahawk ermöglicht das Werfen von Messern. Alright. Kampfmaschine. Alter, es gibt so viele Skills, Mann. Und das sind nur die, die wir bereits freigeschaltet haben. Das sind nicht mal die krassen, die hier hinten wahrscheinlich warten, ne? In Higher Level. Okay. Erhöhe alle Resistenzen pro Stack Kampfmaschine. Okay. Pro das hier, oder wie? Nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine und dein Bewegungstempo erhöht sich. Oha! Arme aus Stahl. Waffenrückstoß. Okay. Das ist also quasi Coolness, ne? Man kämpft mit Händen und Füßen. So, dann haben wir Intelligenz. Schalte den Demon Massenverwundbarkeit frei. Die physische Resistenz der Gegner im Netzwerk 3 Minuten lang um 30% verringert. Das ist wahrscheinlich ziemlich crazy, ne? Das ist so ein Low-Key, das ist so ein Skill, den übersieht man, aber der ist wahrscheinlich einer der krassesten, weil der einfach alle Gegner um 30% schwächt.
Wobei, wie oft setzt man das ein? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, wenn man Pro ist, all the time. Aber schaltet den Demon großer Schlaf frei, mit denen du alle Kameras Netzwerk 3 Minuten deaktivieren kannst. Fast drin, erhöht die Breach-Dauer des Protokolls. Dann haben wir verbessert den Demon Data Mining Zugangspunkte. 50% mehr Euro-Dollar. Okay, das ist cool. Das ist cool zum Ding ins Farm. Quick-Hacks verursachen 10% mehr Schaden. Okay, das sind einfach die ganzen Hacks. Ja gut, aber dann bin ich ehrlich gesagt immer noch hier. Ne? Maximale Gesundheit, ja, da könnten wir um 30% erhöhen. Oder was war das andere? Schaden an Oberkörper, 20% wahrscheinlich, ne? Ja, um 20%. Ich wäre aber tatsächlich hier noch 30% mehr Leben. Und das nächste, was wir dann noch machen, ist das hier. Ne? Ja, dann sind wir einfach stärker. Stärker! Stronger, better. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt verlassen wir mal das Ding. Nimm dir Munition. Optional. Checke die E-Mails. Oh, sheesh. Wir haben hier noch Zeugs zu tun. Okay, Munition ist, glaube ich, hier drin. Kann das sein? Yes. Nimm Munition. Lager öffnen. Da sind einfach meine Waffen, die ich gelagert habe. Nehme ich mal stark an, ne? Die ich quasi nicht mitnehmen will. Warte mal. Ich habe wieder viele Waffen zu verkaufen. Weißt du was? Ich tue mal das Katana hier rein. Sachen, die ich eh verkaufen will, die nehme ich mit. Weil die machen hier drin keinen Sinn. Eigentlich alles. Eigentlich alles. Ich würde aber gerne die Wolfsschuljacke und so, ne? Das, was wir aus dem DLC quasi, ne? Das, was von The Witcher ist, würde ich gerne da drin lassen. Einfach weil, naja, Sammlerstücke oder so, I don't know. Und ja, das Schwert haben wir weg, den ganzen Rest können wir eigentlich verkaufen, ne? Da haben wir kein Problem mit. Das ist noch ein Zielfernrohr. Okay. Alright. Gut. Dann nichts wie zu den Mails benutzen. Kannst die Waffen auch zerlegen, ist meist besser, wenn du deine Waffen oder Rüstungen upgraden willst. Okay, ich verstehe. Anstelle zu verkaufen. Okay. Macht Sinn. So, wir haben 4 neue Nachrichten. Uff, Digga. Überfällige Miete? Bro, ich bin am Sterben. Wie kannst du Miete von mir verlangen? Playing for time. Sehr geehrte Damen und Herren, laut unseren Unterlagen haben wir vorhin diesen Monat noch nicht die Miete bekommen. Übereinstimmung im Mietvertrag, bla bla bla, werden Zahlungsverzögerungen eine Zwangsräumung zufolge haben. Uff, Digga. Kann ich die... Oh, da kriege ich schon wieder Stresspickel, Junge. Wenn ich solche Mails bekomme. Ne, so wie in-game, so auch in Real-Life. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Räumungsbefehl am Start habe oder so, aber, ne? Ihr wisst Bescheid, sowas will man immer erledigt haben. So, Achtung! Medikamentlotterie! Sie kaufen 2 Tickets, erhalten das 3. gratis dazu. 1000 Pra... Oh Gott, Alter, das ist ja wie mein echter Posteingang. So, Achtung, Betrugswarnung. Klicken Sie auf keinen Fall auf Werbemails für Penisvergrößerungen. Nanogel. Okay, ja gut, das haben wir schon gelesen. Warnung, Sie wurden angegriffen. Achtung, Malware entdeckt. Ihr Computer ist von drei Demons attackiert. Oh Gott, 2 Versuche, persönliche Daten, bla 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 bla. Okay, Alertbot. Cool. Oh. Oh, das ist der... Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Ich meine, so gesehen hat er recht, ne? Kann es sein, dass die Kamera gerade übel am Rumlägen ist, so ein bisschen? Die Verwaltung des Megagebäudes. Ist das die neue Quest? Oh Gott, Digga, pack mal die Waffe weg. Wobei, kannst du nachladen? Okay. Schießt da jemand? So. Triff dich mit Takemura, lies die Nachricht, Verwaltung von Megagebäude, H10, optional. Wo lese ich diese Nachricht? Oh Gott, warum gehe ich immer in Escape rein?
Hier haben wir noch viele Nachrichten. Playing for time. Mission aktualisiert. Hä? Habe ich die jetzt nicht gerade gelesen? Ach so, öffnen. Die Verwaltung des Mega-Gebäudes möchte Sie darüber informieren, dass die Fahrzeuge in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Dann haben wir noch drei von hier. Regina Jones. Geisel vor Kabuki. Malware. Bla bla bla. Okay. Coach Fred. Dein Motelzimmer. Jackie Wallace. Wir haben noch Nachrichten auf unserem Telefon von Jackie. Oh no. Wer sich noch erinnert, Jackie ist unser Freund, der, gestorben ist. In der letzten Mission. Ich stehe immer noch bei All Foods, die Beine in den Bauch und guck dem Gras beim Wachsen zu. Wie lief's? Wir haben ihm nie geantwortet. Wir haben ihm nie zurückgeschrieben. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch, Herr Esel. Esel, Dex wartet auf uns. Oh Gott. Okay. Triff dich mit Takemura. Ich bin hier der böse Kopf. Er ist es doch, der sich einbunkert und nach Aufmerksamkeit kreischt. Versetz dich mal in seine Lage. Er hat einen Freund verloren. Er ist weder der Erste noch der Letzte. Das ist das Leben. Reden die über mich? Was ist los? Ich wohne über ihm. Dann wohn weiter da und kümmere dich um deinen Scheiß. Mendes, warte. Das ist sein Nachbar. Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich seh mal, was ich tun kann. Happy together. Okay. Ja gut, wir müssen uns immer noch mit Takemura treffen. Ich sammle mal den ganzen Scheiß ein, den wir hier sehen. Wir beklauen mal die Penner, die bei den Kakerlaken sitzen. Hallo? Kann ich das nicht aufnehmen? Hallo? Ich hab schon mal eine Katze gesehen. Ich hab schon mal eine Katze gegessen. Warum habe ich einen Aschenbecher geklaut? Na, der Kleine sollte eh nicht rauchen. Ist ungesund. So, hier sind die Leute immer noch am Pumpen. Der ist immer noch K.O. Mit dem können wir gar nichts anfangen, leider. Ist aber nicht so passende Kleidung. Was hast du im Angebot? Steigst du selbst in den Ring? Ordne dich unter! Was verkaufst du hier? Oh. Alles nur vom Besten. Oha, der verkauft Waffen? Und Mods. Okay. Gut, wir lassen uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ich würde zwar noch gerne meine Waffen in Einzelteile zerlegen. Aber das werden wir gleich noch tun. Warum gehe ich immer hier rein, Digga? Escape ist irgendwie mein Inventar. So, wie kann ich... Ah, hier, Itemherstellung. Okay, aber das ist Craften. Ich will ja nicht craften, ich will... Ah, ich könnte diese Waffe herstellen. Die ist aber mittlerweile schwächer als das, was wir gedroppt bekommen haben, ne? Ah, die Waffe könnte ich theoretisch craften. Aber schwächer, als ich sie habe. Das ist ja interessant. Ja, mit dem Crafting-System muss ich mich noch so ein bisschen auseinandersetzen. Das wäre der... Oh, damn, was? 470 Damage, Digga? Schwarzes Einhorn. Okay,
Die hätte ich gerne. Damn. Kann man alles, was man quasi mal gesammelt hat oder so, irgendwie craften? Das ist ja interessant. Oder sind das irgendwie die Sachen, die man... Oh, man kann es upgraden. Okay, aber man braucht noch Komponenten. Und die Komponenten bekommt man wahrscheinlich nur, wenn man Sachen auseinander nimmt. Und jetzt ist die Frage, wie nehme ich Sachen auseinander, die ich schon habe? Du musst erst skillen, um eine epische Waffe zu craften, okay? Aber wie zum Teufel nehme ich Sachen auseinander, die ich bereits habe? Ich meine, bei Craften bin ich ja ganz gut, ne? So. Ich könnte das jetzt upgraden. Kann ich das irgendwie auch auseinanderballern? Okay, mit einem Upgrade würde der quasi 7,5 mehr Schaden per Sekunde machen, ne? Aber wie zum Teufel kann ich das upgraden? Ne, wie? Warte mal. Das trage ich gerade. Nicht genügend Komponenten. Wie kann ich Sachen zerlegen? Es darf doch nicht so fucking kompliziert sein, Alter. Itemherstellung. Upgrades. Ich glaube, im Inventar kannst du zerlegen. Rucksack. Oh. Was zum Teufel ist das? Klinge Thermalschaden. Oha. Alle Items. Waffen. Okay. Sturmgewehr. Oh, wow. Ah, Mindestlevel 22. Ja, stimmt, da war was, ne? Okay, warte, was? Die Chaos ist stärker als die Kongu-Waffe, die ich gerade ausgerüstet... Hatte die nicht irgendwie 140 Stärke oder sowas? Digga, ich bin verwirrt. Warum? Ach, nur 105. Okay. Ist die nicht gut? Ist die hier die Chaos? Wo waren die jetzt? Jetzt ist sie wieder weg, oder wie? Hä? Ich raff's nicht, Digga. 126. Die hier macht mehr Damage als das, was ich hab. Ich dachte, das ist eine krasse Waffe, weil die blau ist und weil die vom Oberboss gedroppt wurde. Aber die ist scheinbar schlechter als irgendwelche Dreckswaffen, die wir haben. Hier, die Chaos, die macht einfach 112. Verstehe ich nicht. Sind diese Waffen automatisch stärker? Oder würdet ihr sagen, ja, die sind vom Damage per Second stärker, aber nicht von den Substats? Oder wie ist das? Physischer Schaden wesentlich höher, kritischer Schaden höher, Aufladezeit höher, Chance auf Bluten, Kopfschuss, Schadensmultiplikator, Kopfschuss, Nee, die ist einfach nur stärker. Die ist einfach nur stärker. Schade, ich hätte gerne diese Waffe benutzt. Cool, dann nehmen wir die hier. Hä? Warum macht die jetzt 140? Raff ich nicht. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Jetzt mache ich 105. Schadensmultiplikator von 2, wenn du aus der Tarnung heraus angreifst. Schalldämpfer verringert den Schaden um 30%. Das macht meine Waffe schwächer? Oh. Lul. Ich dachte, Aufsätze sind genau dafür da, dass die stärker werden. What the fuck? Ja gut, dann hat sich das erledigt. Zum Glück haben wir das nochmal nachgeguckt. Inventar, Rucksack. So, also. Z halten zum Zerlegen. Okay. Ich würde sagen, wir zerlegen einfach mal alles. Shigure. Hallo? Kann ich mehr zerlegen, bitte? Warum? Ach so, weil ich die gerade ausgerüstet habe. Okay. Got it. So, die hauen wir auch weg, weil die können wir eh erst mit Level 22 benutzen. Und wen juckt's?
was Level 22 passiert, Alter. So. Okay. Ah, wir kriegen jetzt die ganze Zeit diese grünen Sachen, ne? Und wenn wir blaue Sachen haben, also legendäre oder ne, krassere Sachen, dann bekommen wir nicht die gewöhnlichen Komponenten, sondern seltene Komponenten. Und wenn wir lilane Sachen vernichten, dann bekommen wir epische Komponenten. Und das Goldene sind dann legendäre Komponenten. Okay, ich verstehe. Das System ist komplex, aber das macht es doch greifbar. Okay, verstehe. Alter, wir haben so viel Zeugs. Oh, na sieh mal einer an. Cyberware-Kleidung. Mhm. Okay. Dann machen wir mal das hier. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Bam. Hauen alles weg. Einfach weg damit. Dann haben wir nämlich aufgeräumt und direkt Komponenten am Start. Gut. Sehr gut. Ich weiß, Leute, sorry, super langweilig, aber sowas muss leider auch. Sonst sind wir früher oder später, kapieren wir das Spiel nicht mehr. Und wenn es später wichtig wird, gut gelevelt zu sein und gut equipped zu sein, dann kriegen wir auf die Fresse und das ist nicht ganz so cool. Mündungsdämpfer macht die Kugel langsamer, ich verstehe. Von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen, Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute betrauern wir den plötzlichen Verlust des Bürgermeisters. Ach so. So. Reden wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den habe ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Keine große Sache. Der Cyberpsycho war ja bloß ein Panzer auf Chrombeinen. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Genau für solche Situationen gibt es Max-Tag. Zivilisten waren in Gefahr. Hätte ich einfach zusehen sollen, wie die abgeschlachtet werden? Hör mal, im Vergleich zu Max-Tag sind du, ich und jeder andere Polizist in dieser Stadt bloß Zivilisten. Wenn die uns eines Tages dieselbe Ausrüstung geben, dann kannst du gerne Superheldin spielen und Leute retten. Aber bis dahin reißt du dich zusammen und hörst auf meine Befehle. Haben wir uns da verstanden? Reasonable. Reasonable. So, Lag City ist wieder am Start. Hier ist immer am meisten los, aber das Spiel läuft ganz flüssig, ne? Ist okay. Und es sieht jetzt auch nicht so bad aus oder so. Kann man leben lassen, ne? Hier. Bruder, du trägst die Coroni-Maske verkehrt rum. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Ist ein Fixer nicht jemand, der sich Heroin spritzt? Warum hat ein Drogen-Junkie eine chromverzierte Karre? Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf der Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Alter, das ist aber, wenn es das Auto ist von der Markierung, Digga. Also wenn es, oh fuck, das, ich bin auch ein Fixer. Ich habe mir gerade auch was gespritzt. Es gibt einen Skill, womit du mehr Zeug beim Zerlegen bekommst. Oh, das ist natürlich Early Game sehr gut, wenn man sowas macht, dann, ne? Ich dachte gerade, der hat keine Hose an, aber er hat halt wirklich keine Hose an. Hey Baby, gib mir zwei Küsschen. Na? Wie sieht's aus, Bruder? Willst du mir immer noch ein Küsschen geben? Also for real, ne? Ich habe ja nichts gegen Fashion-Clowns und so, ne? Aber wenn in der Zukunft wirklich die Leute so rumrennen, dann glaube ich, bin ich ganz froh, dass ich jetzt lebe. Ihr dürft mir gerne, by the way, auch Feedback geben zur Performance. Ne, wie gesagt, ich habe ein bisschen was umgestellt. Es wird immer noch ein bisschen ruckeln, aber es sollte okay aussehen dafür, wie die Performance dann ist. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie?
Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Glaube ich nicht. Nein. Warum das? Egal, wie viel Parfüm sich ein Konzern am Morgens überkippt. Zur Mittagszeit stinkt er trotzdem wieder nach Betrügerei. Aber Evelyn schien mir einfach nur sehr entschlossen. Stinke ich auch nach Betrügerei? Nein. Du stinkst ganz allgemein. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Warte. Ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Woher weiß er das? Rache. Weitaus realistischer. Realistischer. Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Warum? Also was? Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Es ist Anders Hellmann. Hat mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. The hell is that? Bruder, bringst du mir meine Chicken Wings jetzt? Kochirako-san. Nun, Hanako-sama. Zunächst würde ich gern von ihm wissen. Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Ich hätte ihn eigentlich verprügeln lassen sollen. Ich weiß, was gut für euch ist. Digga, du bist doch da angestellt, oder nicht? Was ist mit dir los, Mann? Sei mal ein bisschen freundlicher. Das gibt aber keine 5 Sterne auf Yelp. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Expertin helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte,
kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch, wie vom Erdboden verschluckt. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Digga, wie zum Teufel frisst der Junge da hinten seinen Burger, Alter? Richtiger Misthaufen, der Junge. Quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Im Afterlife waren wir zuletzt mit Dexter, aber der ist jetzt tot, ne? Also er hat ihn gekillt. Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Okay. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich. Hey. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich das habe eine Rechnung, der da hinten gerade Koks? Ja, hau rein, ne? Oh, oh mein... Holy. Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Voll unrealistisch, wie die Ho nie unsere Bestellung abholt, ne? Die kommt nie zu uns. Hallo? Ich sitze hier schon 10 Minuten. Ich sitze hier schon 10 Minuten. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass der Koch da hinten mich beleidigt hat und die Olle will meine Bestellung nicht aufnehmen. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Redet in der dritten Person von sich selbst, Digga. Wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich hab deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Digga, hat der ein Messer im Ellbogen oder was soll das sein? Es gibt kein Uns. Also ich an deiner Stelle würde ein bisschen mehr kooperieren, Junge. Der hat schon ein wenig die Dingensgewalt. Digga, wir haben die ganze Zeit da gesessen. Und es gab Pizza. Und ich hab's nicht mitbekommen. Ja. Und der hat einen Burger, eine Pizza und ein paar Sujuks für sich selbst. Ein bisschen Souvlaki hier. Ne? Und er benutzt nicht mal Messer und Gabel. Was ein Drecksack, Digga. Ich
schaff's einfach nicht. Ja, das merke ich. Du bist nämlich schon seit einer Stunde hier wahrscheinlich und stehst vor ihm. Und machst immer wieder Bestellungen von ihm. Deswegen hat er so viel Essen und niemand sonst hat hier drin Essen. Alter, guckt euch diese Blüten an da oben. Verlass die Stadt, bevor es zu spät ist. So ein Satz von einem Rollstuhlfahrer zu hören, macht mich irgendwie ein bisschen... Was ist denn hier los, Alter? Okay, Bro. Ja, Junge, verkaufst du hier was oder bestaunst du deine eigene Ware? Nur Affen in dieser Stadt, Alter. Aber der Baum ist sick. Wo kommen die ganzen kleinen Leute her? Haben die keine Eltern? Die Kinder laufen nur alleine rum in diesem Spiel. The end is near. Oh, es gibt 2077 immer noch Leute, die das Ende der Welt rausballern oder wie. Digga, was für eine Jacke, Alter. Was führt dich hierher? Dafür sind sicher, keine Ahnung, 10 Schlangen gestorben. Minimum. Oh, das sind Tiger Claws. Okay. Naja, ich meine, ich bin mittlerweile ein bisschen härter drauf, ne? Ich habe viel durchgemacht. Ich fürchte mich nicht mehr vor Tiger Claws. Wichsern. Ich würde sagen, Hi, hi. Moin! Die Shotgun gefällt mir! Digga, kein Kopf mehr. Ja, die Arme weg. Bräh. Basie. Ey, keiner von denen hat noch einen Kopf, ne? Geil. So läuft's. Ja, ich habe einfach das Motorrad von denen geklaut. Lul. Ruf die Bullen! Warum? Die Tiger Claws sind doch böse, oder nicht? Alter, jetzt passt auch das Gucci-Bandana, Junge. Okay, Moment, wir gehen ein bisschen näher. Digga, du machst aber gute Musik mit deinem wie heißt dieses Instrument, Alter? Nein, Leute, das ist nicht das Radio. Das ist nicht das Radio vom Motorrad. Das ist der da drüben. Der macht gerade diese Beats. Hashtag No Regrets. Das ist der No Regrets Trommler vom Bazaar, Alter. Okay. Ja, keine Ahnung. Also Tiger Claws müssen wir halt alle wegmurksen. Oh. Was kommt da? Einen Moment. Oh. Wer schießt da? Das sind noch mehr Tiger Claws. Okay, ich sollte nicht hier rumstehen. Digga, ich sollte mal dringend lernen, beziehungsweise mich daran erinnern, wie man kämpft, Alter. Oh mein Gott. Warum haben die kein Leben? Warum haben die nur ein Leben gefühlt? Ist hier noch einer? Wer von den anderen Tiger Claws hat Verstärkung gerufen? Die waren doch alle tot. Oh Gott. Da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Also die Schwierigkeit auf einfach gestellt. Nein, 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 Geist. Schwierigkeit ist immer noch auf schwer.
bin nur mittlerweile ein Chef. So, die Gesundheit fühlt sich jetzt schön auf 100%. Das ist geil. Wer zum Teufel hat die Verstärkung von den Tiger Claws? Warst du's? Ha? Bist du in Wirklichkeit ein Tiger Claw? Nein, du bist Izumi Tomoe.